herzlich willkommen hier in Berlin. Hier findet heute die Jury-Sitzung des Green Tech Awards statt. Ich finde den Green Tech Award ganz großartig, weil es wirklich darum geht, nicht nur in der Bevölkerung Umwelt und erneuerbare Energien und Energiewendethemen bekannt zu machen, sondern das auch wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen. Es macht mir Spaß, so innovative, neue Ideen schon so früh miterleben zu dürfen. Und es ist mir wirklich eine große Ehre, auch sozusagen als Jurymitglied mitentscheiden zu dürfen, welche Ideen Rückenwind bekommen. Wir sehen das so als Chance für große Unternehmen, als Chance für Start-up-Unternehmen in innovativen Bereichen im Zusammenhang mit Umwelttechnologie sich zu bewerben. Und wenn es erfolgreich ist, auch die Lorbeeren entgegenzunehmen. Tue Neues und rede darüber. Der Green Tech Award gibt vor allen Dingen jungen Leuten eine Plattform, ihre kreativen und innovativen Ideen auch einmal öffentlich vorzustellen. Liebe, große, größte Jury der Welt wahrscheinlich. Das können Sie jetzt so nicht sehen, wie ich es sehen kann von hier. Es sieht wirklich ganz fantastisch aus. Kurz vor der Mittagspause, wie läuft es denn eigentlich bis jetzt? Ich frage jetzt einfach mal den Tischnachbarn hier. Also wir haben eine sehr angeregte, kontroverse, sachlich fundierte Diskussion. Haben ein bisschen Probleme mit dem Zeitrahmen, aber ich denke, es ist mehr als angemessen, wenn wir uns angucken, einfach was für wichtige Themen wir hier diskutieren. Nachhaltigkeit ist für mich eine Form, eine Industriegesellschaft zu behalten, die aber dauerhaft umweltverträglich, ressourceneffizient und energieeffizient ist. Und das ist eigentlich ein Beitrag zum Sichern des Überlebens unserer Menschheit. Für mich auch etwas Besonderes ist die Zusammensetzung der Jury, die sehr breit ist und dadurch auch ganz unterschiedliche Meinungen einbringt, die bei der Findung des Preises oder der Preise für mich von besonderem Wert sind. Es ist eine unglaubliche Kombination an Menschen, die hier in der Jury sitzt. Und es macht jedes Jahr Spaß, mit den Menschen hier zusammenzukommen und über diese Themen zu sprechen. Und es ist wirklich eine unglaublich gute Entwicklung, die dieser Award hier hingelegt hat. Es macht mir riesen Spaß. Ja, das war's von der Jury-Sitzung des Green Tech Awards 2015. Es war ein langer Tag, es wurde viel diskutiert und es war unglaublich informativ. Und jetzt sind wir gespannt, wer die Gewinner eigentlich sind. Ciao!